Jedes Abenteuer muss einmal zu Ende gehen, auch wenn es noch so geil und noch so atemberaubend ist. Willkommen zurück hier zum endgültigen letzten Part von Tales of Xillia 2, zum sogenannten Paar Nummer X. Ja, in diesem Part will ich einiges noch zeigen, was am Schluss noch drankommen könnte, sprich zum einen natürlich mal, was beim New Game Plus noch passieren kann. Dann den Rest an Katzen einsammeln, das werden wir vermutlich noch ein bisschen schneiden müssen, aber das ist ein anderes Thema. Und dann, ja, mal schauen, was jetzt gerade noch hier auf der Oberwelt passiert ist, denn man wird es kaum glauben, aber auch hier gab es jetzt nach dem dritten Ende, beziehungsweise ich zocke gerade vom dritten Ende, also sprich ein Speicherstand, nach dem zweiten und vor dem dritten Ende halt, ist auch hier noch was passiert. Und zwar haben wir hier plötzlich noch einen Ereignispunkt da unten. Klingt fast so nach einer Geschichte noch, wa? Tja, und wer ist es genau? Es ist Aiwa, was will denn der hier noch? Bonuskapitel beginnen, natürlich! Bonuskapitel, die Bedeutung des Vertrauens. So, das ist Kanan. Ich nehme an, ihr habt etwas damit zu tun. Ivor, was passiert mit Spurious? Exactly what I expected. I got canned. Sorry to hear that. So, I've decided to return to Neokara. I missed communing with all the critters there anyway. Alles klar, der Hundeflüster will also zurück. L Nummer 1, das ist unsere Schuld, es tut mir leid. Oder R1, komm gut an. L1, nee, also R1, komm gut an. Tschüss, will ich nie mehr wiedersehen. Nie wieder. Worry about yourself. Where you're headed seems way more dangerous. Jude, I swear I'm gonna figure out my mission in life. That's the only difference between you and me. You've already discovered your purpose. Until you discover yours, would you watch over Neokara for me? Of course I will, Lady Mila. We're family. Thank you, Ivor. He seems to be in a better place. Yeah. I'm happy for him. Yes? Oh dear. I understand. I will formulate a plan to deal with this at once. What is it? Fort Gondola's golems have gone berserk. Several of them are advancing on Sheraton as we speak. The golems are headed towards Sheraton? Priscel's in danger! Why'd they go berserk? The fort was struck by a massive tornado. A tornado? Another side effect of nixing the schism, I take it. Most likely. Spirit climbs have become unstable throughout Rizomaxia. They had deployed the golems, hoping to divert the tornado's course. But the arts controlling those monster machines may have been disrupted by the sudden magnetic shifts of the tornado. Even the new golem model? I'm afraid so. Its engineers apparently saw the tornado as an opportunity to test its abilities. And its ability-limiting mechanisms? Primary and backup governors were installed. Unfortunately, the spirit channeler controlling those governors was killed by the tornado. So chances are they're no longer operational. Hmm. Mila, I want to stop them. I could use your help. Very well. Luger, we should lend a hand. Golems are no run-of-the-mill monsters. Allerdings, die kenne ich noch aus dem Vorgänger. Das waren miese Typen. L1 einverstanden oder R1, was ist ein Golem? Ja, denke mal, könnte noch gut sein, das mal noch so erklärt zu bekommen im, ja, in diesem Spiel halt, sprich dem Nachfolger. They're synthetic monsters, developed by the Rashagol military. They can only function within a particular spirit climb. Yet, they are indestructible while inside it. So the only way to defeat the golems is by altering the climb around them using spirit boosters. Luger, Jude, Mila, and Rowan will go to Sheraton to inform Driselle. Understood. We'll establish a local command center and a last line of defense. Everyone else come with me to the Talus High Road. We'll split up to scout the golem's progress. I'll lead the way. I'll round up the boosters we need. Please do. We'd better hurry. Würde ich auch mal so sagen. Okay, es gibt ein Bonuskapitel. Indeed. Let's make haste to Sheraton.
damit hatte ich nun gar nicht gerechnet, was natürlich ein kleines Problem bringt, und zwar wegen der Länge des letzten Partes, war also natürlich das Bundeskapitel, wenn es geht, ihn noch abschließen. Ich will aber eigentlich das Spiel auch so gesehen auch beenden und deswegen doch noch sagen, ganz kurz, dann kann es kurz losschicken, weiß nicht genau, wie das lange dauert, und glaube, es wird ganz nützlich sein, hier auch Rolo noch ein bisschen, auf die Suche zu schicken, war. Schauen wir mal hier in der Talion-Kluft, Reiseobjekt. Nehme ich mal das hier, dann geht es ein bisschen schneller. So, und tschüss, Rolo. Ja, Mann. Die Katzen ansehen. Ja, ein paar haben wir schon, natürlich noch nicht alle, sondern etwa 100 Stück sein. Wir haben, wie viel, etwa 20? Bonusanzeigen, was, Bonus? Aha, gekürzt. Okay, was haben wir heute? Mittwoch. Ne, stimmt gar nicht. Donnerstag ist ja. Da müsste er zurückkommen, wa? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16, 8, 9, 30, okay, 33 Katzen. Nicht mal ganz ein Drittel. Ja, natürlich auch nicht schlecht. Lankenis war eigentlich... geht gar nicht, okay, auch nicht schlecht. Na dann, mal ab nach Sheraton. Okay, der Zugang fehlt noch. Naja, also, ja, ist mehrmals erwähnt, von wegen 100% wird sicher niemals werden. Also müssen noch viel zu viel freischalten und da fehlt mir noch ein bisschen Lust dazu. Ich denke mal, das Wichtigste haben wir schon und der Rest wird es noch irgendwie zeigen, was wir noch so machen können. Okay, dann haben wir auch schon eine Katze. Mal schauen, wie es Lady Drusil geht. Du. Drusil? Ah, da bist du ja. Oh, what perfect timing. We were just getting ready for tea. There's no time for that. What? Rogue golems are rampaging towards Sheraton? We're preparing to intercept them. As for you, my lady. Order the Self-Defense Force and the Coalition of Merchants to blockade the Talus High Road immediately. Tell them it's because of tornado activity. No need to start a panic. Send a message to all merchant groups in the vicinity to return to the city. Explain that House Cheryl will compensate them for any damages. Yes, my lady. Splendidly done, Lady Drizel. I couldn't agree more. You honor me, King Gaius. What's the status of the golems? They've split in three groups. Left, right, and center. We've secured three boosters, so we can send out three teams. The central group had a golem we've never seen before. It's a new model. A new model? Yes, it's an enhanced golem, capable of manipulating all four elements. Earth, water, fire, and wind. Mila may be the only one of us capable of meeting that threat, thanks to her ability to command the four great spirits. Are you serious? Wasn't the development of these sorts of weapons banned under the ceasefire agreement? I proposed developing them in secret. I gave my approval. Why would you do that? Das ist allerdings eine sehr gute Frage. Wenn ihr so weitermacht, werden wir einander ewig bekriegen. Oder aber man muss aus einer Position der Stärke heraus verhandeln können. Quatsch mit Soße. I do not disagree. Still, Olympias and Risa Maxia aren't exactly evenly matched in military might. Without some sort of big stick, Risa Maxia would get knocked silly in the negotiations. But that doesn't mean what you're doing is right. Ever heard of the word compromise? Don't be so naive. I'd rather be naive than rotten. I'm afraid it's rotten adults who currently lead these countries. I, too, wish it could be otherwise. Regardless, we're gonna have an international incident on our hands if we don't stop them before things get serious. I've devised a plan of action that takes into account everyone's respective combat abilities. Mila, I'd like you and the central team to battle the new Golem model. Luger, Jude, and myself will use a booster to support you. Alvin, Elise, and Leia will make up the left team. Roger that. Can I count on you to handle the booster? Of course. Wouldn't be the first time. Gaius,
I'd like you and Muse to deal with the golems on the right wing. Of course. This is my responsibility. Nothing the two of us can't handle. Dressel, prepare an evacuation plan for the city. Odds are 1 in 100 it will come to that, but you should be ready. I will do what you ask. But knowing you guys, I'd lay the odds at 1 in 1,000,000. Alter, geiles Kommentar, ja, ich wünsche es auch anders. Alter, du bist eines der hundsgemeinen Arschgeigen, die eines Länder befehligen. Mann, ey. Na gut, wissen wir, wo wir hin müssen. Wenn wir mal ganz... Will man verarschen. Ja. Die Thalys Höhenstraße müssen wir hin. Also müssen wir leider mal zu Fuß dorthin. War gut, eigentlich so das Problem. Das haben wir schnell gemacht. Ja, was nicht schon wieder? Hey Jude, it's me. Ivor, what's going on? The local critters found something interesting on the Neocare Holomont. Sorry, Ivor. We've got an emergency on our hands right now. What's going on? Well... Lady Mila is going up against a multi-elemental golem? So this is destiny. I understand, Jude. To the Talus High Road. Huh? What do you understand? We don't have time. We better get moving. Seit wann sind die beiden beste Kumpel? Ah, gut, Thema für sich. Wo war der Schengel im genau? Ab zu. Oh, Moment mal ganz kurz, dass ich schon einen Fehler mache, wie beim vorletzten Part. Ja, 7 Tränke können, also eigentlich müsste es locker reichen. Ich meine, gut, ich meine das Bonuskapitel, ich nehme natürlich an, dass sie ein bisschen stärker sind als normale Golems. Trotzdem, ich schätze jetzt mal, dass wir eigentlich eine reelle Chance haben müssen, auch ohne Tränke durchzukommen. Und natürlich da halt sowohl Muse als auch Kai aus dem Team fehlen und ich glaube nicht, dass Rowan, gut, ja, Chu kann es natürlich, also auch zurückholen, stimmt ja. Habe ich ja ganz vergessen. Sirup kann jetzt schaden. Aber das eigentlich nicht, aber wir haben ja genug Kohle. Geld ist echt nicht das Problem. Eher die Zeit. Aber ja, also Let's Play ist sowieso bekannt dafür, dass in letzter Zeit Überlängenparts sind. Vor allem, weil ich da ein seltsames System habe und ständig halt die Quests entweder über- oder unterschätzt habe. Der Sandsturm hier ist aber neu. Okay, das war's, man kann einen Safe-Stand. Und zwar einen komplett neuen bezüglich halt, ja. Bonuskapitel halt. Man weiß ja nie, und vielleicht muss man das ein oder andere schneiden, wenn es doch so lange dauert und ich da halt irgendwie noch gewisse Wege auskundschaften muss. Ivor started to tell me something. I wonder what it was. Die Viecher sind trotzdem da, also irgendwie scheint es nicht so, als... Ich überlege gerade, wie Thalys wünscht, dass es da früher nie so ein Sandsturm hier. Dann vorne ist er, okay, ist kein Problem für uns. Trainieren können wir sowieso an den Backenhaken, die sind sicher nicht stark genug, oder doch? Ja, wir können es mal versuchen, wa? Wo haben wir einen starken Gegner? Versuchen wir mit dem hier. Kampfverbündeter! Hä? Ah, der Gegner, weil zwei sind da. Ja, kein Problem. Hä? Nee, doch nicht. Nur 3 Stück, was soll das? Wie man da schon dachte, kein... Oh, jetzt sehe ich mittlerweile. Vorhin gerade gesehen. Und getroffen. Chu, komm mal runter. Ich mach noch ein bisschen TP. Hallo. So geht doch. As long as you provide the rhythm. Well then, it's time to orchestrate our victory. Wenn ihr nur eure Sprüche klopfen könnt. Ja, das ist etwas, was ich garantiert im Spiel vermissen werde. Und ich fürchte leider, dass es kein Tales of Xillia 3 geben wird. Aha. Erworben, mehr nicht, wa? Tja, schade. Nehmen wir uns einen Dimensionsriesen, ist eine Katzenminze mit, haben wir genug davon. Das ist jetzt momentan noch. Und tschüss, Volo. Ja.
Was? Schon wieder? Sind wir aber gerade verarschen, oder? Nehmen sie gerade. Ja, war einfach nur zu schnell. Ja, wie gesagt, das sind Teilzugsieger 3 gibt es zwar einfach stark. Ich würde es mir zwar zum gewissen Teil schon wünschen, aber dann natürlich hoffe ich so. Ja, dass ich auch so ein bisschen ausgefeilter wäre, ohne all diese nervigen Zwischenpassagen mit dem Geld sammeln und so. Und dass da wirklich noch ein Nachfolgeteil kommt, mit Milan allen. Er hat ja da 1000 Jahre später und so, das kann man sich vorstellen. So, zurück zum Bonuskapitel. Was ist denn das für ein Typ? Sieht noch geil aus. Elementargolem. Alter! Wurde ein bisschen Power, ich muss sagen, mit ihr war. Ist aber eigentlich machbar, vor allem, ich habe sowieso ein Komatus 4 drauf. Und lame ist er. Gut, ich kann mehrere Elemente miteinander kombinieren, ist ja schön für ihn. Aber ich hab den leuchtenden Revolver! Ja, ja, mir gibt es ja noch die besten Kombos, wobei wir mit Schuhen so mit Mittel auch coole drauf haben. Wow, weg hier! Ja, sorry, aber der Typ ist so lame. Da machen wir jetzt gar keine Sorgen! Wow, 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 was? Versuchen wir was Neues? So, hier! Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Shoot! Verdammt, ich weiß gerade. Nein! Oh oh, man merkt, ich habe schon lange. Nein! Was ist jetzt los? What? Now there's two new golems? Ah, bloody hell. I should have known they would build more than one. What'll we do? Yes! Do something! Ivor? Balin? I'm here to save the day! A spirit fossil? Is this what you found in the Neocara Holomont? That strange pulsing. It can't be. It can be. It's Maxwell. You have one of those booster majigs. That's all you need to make it, right? A Maxwell Spyrite. But would you really be able to control a Maxwell Spyrite? Heck if I know. But hey, that's Jude's job, right? I'll buy you some time. Can you translate the spirit signals? Sure I can, but the message doesn't seem to make all that much sense. Muster thy will and prove thyself, for it shall serve as the contract that binds us. Prove yourself? I wonder what we're supposed to do. Ich schätze einfach mutig voranschreiten. Ey, was geht los? Ich wollte gerade noch mystische Arte mit Shooter einsetzen und dachte plötzlich, geh nicht mehr, aber das falsche Kombi drauf. Weil ich habe schon etwa 2-3 Wochen nicht mehr gezockt, hätte natürlich sein können. Plötzlich, raus. Ist völlig egal, tu es einfach Shoot, tu es nicht, wenn du nicht weißt, was es bedeutet. Ja, tu es einfach mal. Wird schon gut gehen. Maxwell, Alter! Es gibt so neben Spyrite. Jetzt noch Shadow cool gefunden. Maxwell! Spirits! Now! Luger! Rowan! Understood. Ich verstehe gar nichts, aber ist egal.
Jetzt kann Jude Maxwell's Bio verwenden. Jude Maxwell oder Milas Elementarschuss sind sehr effektiv gegen Golem. Stell es auf jeden Fall auf den Autobildschirm. Was? Alter, willst du zweimal die vier großen Geister so etwas? Was wird's doch los? Ich glaube schon, die sind bereits aktiviert, oder? Wo ist der Elementarschuss? Ah, hier. Vielleicht die Frage, ob ich die irgendwie kombinieren soll. War mit Luger selbst? Wisst ihr was, mache ich sogar mit Shortcuts? Habe nicht Doppelkling. Der Doppelkling ist cool. So, Mundlichangriff lasse ich jetzt mal nach. Dann habe ich so irgendwie ein bisschen Intus. Dann gebe ich jetzt hier statt Kno, mache jetzt mal, wie gesagt, einen Elementarschuss. Statt Ifrit nehme ich mal, den nächsten Maxwell rufen, ich glaube, Spinne. Ein Arkenart, das Maxwell Spirit nutzt, um Schockwellen auszustrahlen, die alle Elemente beinhaltet. Alter! Wie stark ist ein Schuhplötz? Vor allem Maxwell sagt gar nichts, so, hier bin ich. Hat ein bisschen was von Tales of Symphonia. Gut, dann das Thema, Leute, weiter geht's. Alter, was ein geiles Bonuskapitel. Na dann, Leute, legt los! Ich sehe nicht! Oh, war er? Hab ihn gar nicht gesehen. Machen wir mit Schuh zusammen. Hallo, ruf ihn! Hey, Jude! Das ging schnell! Uff! Okay, Power haben sie, das ist immer noch so. Sag mal, hab ich noch so Passing in TP? Ruf schon Max! Uff! Ruf Maxwell! Man sieht ihn kaum. Egal, Leute, bringen wir es zu Ende. Wir haben ja Chromatus 4. Ich wundere, wenn die überhaupt eine Chance gegen ihn haben. Ach komm, wir sind so langsam. Kann ich ruhig mal einen Supermove einsetzen? Das gerade. Ich mache gar keinen Schaden. Das war der Chromatus gegen die scheiß Viecher. Okay, geiles Feature. Ne, seht ihr? Null. Null, null, null. Resistenz wird gegen alles, aber nur. Hä? Es sind gegen alle so, wenn ich den. Okay, er ist ein bisschen crazy. Hä? Ups, das war falsch. Nein! Natürlich, ich habe zu viel TP und Shooter zu wenig. Da gibt's doch nichts. Das gibt's doch ein. Den wollte ich vorhin. Mensch. Wow. Ein bisschen häufiger! Okay, war nicht cool. Was wird gegen alles? Oh, als Resistenz! Okay, Mida hat auch wieder zu wenig. Alter, das mit nur um TP auffüllen. Mensch! Dass gar Chromatus nichts bringt. Ey, die Viecher sind ja stärker als Chronos und Beasley zusammen. Kann ich irgendwie wieder 100 Tasse zurückholen, macht trotzdem nur 0. Alter, sogar eine normale Kombi-Arte macht 0. Ist das krass? Er muss eigentlich nichts machen, als auszuweichen und halt sie ihre Arte einsetzen lassen. Kostet mir zwar ein bisschen was, aber scheiß drauf, wa? Ob das irgendwie mit ihm kombinieren kann. Das ist jetzt auch ein. Da muss eigentlich gehen, was? Sobald ich halt eine Kombi-Arte einsetze. Ja, aber irgendwie will es immer noch nicht so, wie ich gerne hätte. So, jetzt komm schon! Ah, oh, jetzt über die Leiste weg, toll! Also plötzlich Schwäche gegen alles! Jetzt kämpfen, lass sogar das funktionieren! K
klappt natürlich nicht, das war ja klar. 25 Schaden, toll. Kann man davon was kaufen? Alter, der andere hat noch viel. Das ist eine beschissene Strategie, ey. Auf TP auffüllen und raufhauen, was das Zeug hält. Komm schon, kann doch nichts mehr. Komm schon, Leute, setz die Kombi-Arte ein. Mystische Arte, hallo. Arcane Arte, mach mal mystische Arte. Die machen nichts. Mann, jetzt haben wir die Arte geklaut. Also hätte Endschuss mehr ausmachen müssen, weil da waren wieder alle vier Elemente kombiniert. Und trotzdem nur so wenig. Ja, du. Einzelne Elemente bringen nichts, muss alles vier miteinander. Ja, toll. Aber ja, das bringt alles nichts, wenn wir das Level durchbrechen und dann kann ich losschlagen. Wir sind ja auch mal abwechslungsweise ein, war natürlich cool. Maxwell, Elementarschuss, Maxwell, Elementarschuss, alles ist reiche Leute, ihr schafft es! Komm, viel ist nicht mehr, 11.000 noch. Aha. Talisonstraße, ein Boss, ja, sehe ich natürlich auch. Und das war's, endlich! Ui! Das neue, Alter! Hat der Fangsmut gegeben? Das ist ja nicht zu fassen. Jude! The spy right is too much for him. I'm on it! We'll wrangle this thing together! No, it's not a matter of controlling it. We need to get in sync. We need to find a way to communicate. Ah, interesting. So you do understand. Very well. Then prove yourself to me. What do you mean by prove yourself? Muster thy will and prove thyself, for it shall serve as the contract that binds us. It's the same message as the spirit code. It's an old family tune. A real blast from the past. It's called the Hymn of Proof. It's supposed to be about longing to see someone. Mila Kresnik had a wonderful singing voice. It's said she sang with such passion that even Lord Maxwell fell under her spell. Das war es also. Wir haben schon öfters mal gefragt, was waren halt diese Bemerkungen, weil es wurde eigentlich nie näher erläutert. Und jetzt endlich im Bonuskapitel, ergibt das Ganze ein bisschen Sinn. Jude, das ist die Hymne der Bezeugung. Können wir mit dem Zeugnis die Hymne der Bezeugung gemeint sein? Jo, wollen wir mal sagen. Na dann, Mila, singe! Maxwell, did you seek proof the very first time you were summoned by a human? I did. The Mila Kresnik who first summoned Maxwell, she was known as the Singing Handmaid. Then perhaps we should sing the Hymn of Proof passed down to her descendants. Jude. Mm-hmm.
So that melody persists in the realm of man. Is it the proof that you sought after? No, it is nothing more than a song. Just a song that was composed on the spot by a young girl named Mila Kresnik. And the words? I suppose you could attribute the loss to humanity's hubris, but at the same time, the melody has persisted through the ages. I take that as a measure of sincerity. What is the song about? I ask you the same question. Tell me, Jude Mathis, what words would you choose for this song? Lyrics fit for both humans and spirits. How modest. That girl, Mila Kresnik, unlike you, she was far more forceful. She sang about how she wanted to see me and talk to me, and how she'd yank out my beard if I didn't show up. What a painful thought. It was like a little ditty for children. There was nothing fancy or elegant about it at all. But it did have a line about how she'd give me all her mana if I came out to see her. In that sense, you could say it was like a love song as well. I'm just as determined as she was. I can assure you, I will make my version of the song come true. It seems that unusual human beings such as yourself somehow show up every few hundred years or so. And to make things interesting, a spirit who believes in him or her appears as well. Maxwell, at the end of the day, what is the proof? You should know that better than anyone else, Maxwell. It is the hearts of men. You did it, Jude! You managed to wield a great spirit spyrite! This is all thanks to you, Luger. And to me, of course. I see. All this time, I already had my proof without even knowing it. Congrats, Jude. You've finally done it. No. You've only taken the first step. Gaius and the others should be all finished by now. Let's go ahead and make our way back to Lady Drissel's. Habe ich das gerade richtig gesehen? Maxwell ist in Jude eingefahren, sprich, jetzt ist Jude irgendwie auch Maxwell. Also wenn sie das jetzt macht über Maxwell. Alter, sind wir zwei Maxwells in der Gruppe, also okay, das am Rande, aber ganz ehrlich, Leute, das war, also ganz ehrlich, ich würde sogar behaupten, das war eigentlich das richtige Ende des Spiels. Das war Tales of Xillia, wie ich es liebe und eigentlich auch vermisst habe, das ganze Spiel hindurch ein bisschen. Sprich, auf die großen Geister, oder generell, beziehungsweise Menschen und Geister, die müssen in der Frage nach näher analysiert, was natürlich mit Jude's Bonuskapitel auch geschehen ist, aber dort immer ein bisschen was anderes war, nur so am Rand entlang und halt immer der Komatus im Vordergrund war und Maxwell, ja, es gibt da Maxwell und so, aber der ist jetzt hier am Rande und so, der ist nicht mehr der Stärkste, nö, kannst du die vier großen Geister schwören und was soll das schon, da ist ja nichts Besonderes mehr, in diesem Sinne. Und jetzt endlich die vier großen Geister, sogar zweimal irgendwie, da spricht sogar Maxwell und doch etwas Neues und das ganze Pack ist einfach nur geil gewesen. Und ja, für mich persönlich, wie gesagt, eigentlich das wahre Ende. Tja, der Katzenkurier, Leute. Katze, keine gefunden, schade. Mal ganz kurz etwas testen, weil ich habe jetzt noch eine Liste bei mir stehen, bezüglich halt diesen ganzen Katzen, was man da alles machen kann. Ich überlege gerade, wo ist der jetzt? Gebietsbonus Olympias.
Ja, ich gucke gerade. Gefunden. Fehlt hier doch noch eine Katze, wa? Weil hier selbst steht auch 2 von 2 gefundenen Katzen, aber hat doch nur eine. Was haben nur die Seite? Ah, da haben nur die Seite, okay. Von den Katzen haben doch schon viele, wa? Hier fehlen noch 3 Stück in Triglav. Die Frage ist, kann ich die bereits mit dem Katzenkurier holen? Wollen wir ganz kurz, hier haben wir natürlich auch, wie gesagt, die Liste hier. Müsste eigentlich gehen, ich sehe hier, Cavill, warte mal, was, Winnie? Die steht hier gar nicht. Und ich sehe gerade noch was anderes, Nebenquest. Eine Katze in einer Nebenquest. Was natürlich auch heißt, dass die gar nicht mehr holen können, wenn natürlich bereits abgelaufen ist. Ja, ganz toll. Aber ganz kurz nochmal die Katzenminze, weil hier steht etwas, dass ich eine Katze, die Katze Ethos und die Katzenkurier holen kann. Aber ganz ehrlich, Leute, jetzt nach dem geilen Bonusende und was sonst noch alles kommen mag, nach dem New Game und nach dem letzten Monster und so, was ein Fragezeichen war, vom Aufenthaltsort her, habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, in die ganze Katzensucht zu gehen. Ich meine, vielleicht gäbe es am Schluss noch etwas Besonderes, aber irgendwie, nee. Fühle ich das irgendwie nicht so, ja, dass was Besonderes wäre. I never would have imagined that the same underlying principles would govern spirit arts, spirit summoning, and even spyrite creation. I suppose this is an example of failing to see the forest for the trees. Congratulations, Jude. You're ready to create a new future with spyrites. Jude? Rideau said that a living sacrifice was needed to summon Maxwell. But if the proof is the human heart, how did the sacrifice myth end up being passed down to the Spurious Corporation? Because of that, the other Mila died. At some point in history, someone must have believed that a sacrifice was the proof. Instilling your devotion into a song, offering a sacrifice as proof of your devotion. In the broadest meaning, they're both means of expressing what's in one's heart. So, even the nature of the proof is decided by the human heart. In conjunction with the heart of the spirit who accepts it. Rowan, it won't be spyrites that create our future. It'll be our own hearts. I stand corrected. It is exactly as you say. Stimmt ja, das hat Rideau ja gesagt. Maxwell rufen, Opfer bringen. Ja, natürlich einen anderen Opfern, sprich natürlich das Herz opfern, wa? Wenn du so willst. Jo, hat zwar irgendwie was, aber okay. Verrückt ist es trotzdem noch. Und ab nach Sheraton. Und schauen, wie es den anderen geht. Statt von Grusen abstimmen, waren wir mittlerweile auf dem Level 72. Und Erfahrungspunkte, bald schon wieder Level up. Es wäre fast schon ein Versuch, nochmal das dritte Ende zu zocken. Aber dann natürlich offscreen. Einfach nur so privat. La 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 la. Jo, stimmt soweit noch. Und auch hier gab es eine Katze. Sag mal, gucken wir mal zurück. Bis wir noch schnell zurückkommen. Nee, losgeschickt, aber es kommt gleich wieder, wie es aussieht. Und dann kommt die Katze. Ja, die Katze, Katze mit der Tatze. Make it back safely? There was never a doubt in my mind. Forgive me for worrying you so, my lady. The concern in your eyes is obvious. Those were just tears of relief. That's all. Everything's going to be okay, Drizelle. We smashed those golems to smithereens! So you even subdued the new model. Very good work. Thanks. Jude and Luger persuaded the Spyrite of Maxwell to help. Are you serious? Wow, Jude, that's amazing! And quite a scoop, huh? Well, sure, but that's not why I'm so happy. Who knew that song would prove to be the key to Spyrites?
Well, in Maxwell's case, at least. Spirits are more like humans than we think. I bet each spirit requires its own proof to gain its trust. Spyrites sound like such a hassle. Ja, du brauchst jetzt zum Glück nicht, um zu erscheinen. Ja, genau, die Menschen, das sind sie auch. Das sind sie auch. Und wie? Ja, die Menschen halt. Oh, well said. So true. Fair enough. I suppose this leaves Origin's trial as our final obstacle. If we want to protect this world and its people, then it's time we make our way to the land of Canaan. Oh Mann, ey, wie einfach wäre wohl der Kampf gegen Kronos und Beasley jetzt mit Maxwell's Power nach unserer Seite. Tja. Ich hatte den Punkt aber die ganze Zeit nicht gesehen, dann mir so, ja, es wäre endlich am Ende und jetzt wollen wir nochmal in den Bonuskapiteln so machen. Und dann mir so, da geht schon irgendwie auch noch plötzlich, da gibt es echt noch ein Bonuskapitel. Echt krass, wa? Aber sonst eigentlich nicht mehr viel. Was denn doch genau sein soll, ist eine natürlich gute Frage. Also gleich mal gucken. Wenn man sagen, Bahnhof, wa? Da ist überhaupt noch etwas Besonderes. Spyros AG, ich habe irgendeine Vermutung, was sein könnte. Und wenn es das ist, was ich denke, direkt da rein? Ja, wieso nicht, wa? Dann zeige ich vielleicht doch noch irgendwann mal das Ganze, also sprich natürlich einen Endkampf mit Maxwell's Power, sprich natürlich mit Jude und Mila. I'd be spending so much. Ah ja, danke schön. Ja, ja, gut, danke und. Ja, ja, fühle mich auch geehrt. Ja, gut, danke schön. Tanzen wir? Nö, danke. Königstiger LU. Okay, sehr schön. So, was ist jetzt hier los? Werde ich irgendwie befördert? President for Luga! Luga for President! Sehr gut, jetzt seid ihr alle da. Perfektes Timing. Was war passiert? Ein Dwelling. Windskämpfer. Was? Egit? Da bekommen wir sicher Albträume. Ja. Mr. ist ein Kaff abgesperrt. Was teleportiert, dass er darum kümmert. Mit unserer Firma, das untersucht. Geisterarte handeln. Ja, bitte mal ganz schnell. Ich habe nicht mehr so viel Zeit für den Part. Eigentlich war es längst vorbei, weil es eigentlich so machen wollte. Es gibt ganz wieder einen Stundenpart draus. Ja, toll. Wie jetzt? Neuer Ort hier? Okay, interessant. Hallo? Dann mal gucken, ob wir hier direkt etwas finden, was natürlich ein bisschen hoffe. Sounds like we should eat soon. This job is for a really rare item. I don't know if we'll find it through normal means. Why not ask the cats to do it? They're always coming back with rare items. Was denn das? Das ist also der von dem Vera sprach, also ob es zumindest mal der ist. Was sind wir hier? Was entwickelt sich das Spiel noch alles? Ey, ich hatte ursprünglich so einen Plan für den ganzen Part und jetzt komplett um den Haufen geworfen. Dann haben wir das Falle. Was jetzt, Mila? Gehen. Okay. Hier weiter hinein. Jo.
wir sind alle ein bisschen verwirrt. Illusionäre Dunkelheit, ist das Shadow? Denjenigen, denen die Macht von Raum und Zeit zuteil wurde, wenn die Freundschaftsbande das achte Herz erfüllt haben, in die Tür und werden an die Probe gestellt. Schattenrad, das klingt schon ein bisschen nach Shadow, wa? Wenn natürlich cool, wenn der auch irgendwie hier drin wäre. Und ich jetzt momentan noch nichts gehört habe. Freundschaftsleiste, genau. Moment. Status. Ah, komm schon. Ah, hier, gut. Die achte. Was? Muss ja fast komplett. Komila hat ja fast voll, wa? 7, ne, noch nicht ganz. 8. Verdammt, hey, bei Chu bin ich erst knapp bei 7. Mila fällt noch ein bisschen bei, bis zu 8. Verdammt, will dann ganz kurz noch rein. Wäre natürlich noch geil, aber wie kommen wir da? Kommen wir rein wieder raus? Eine andere Frage. Ganz genau, das ist natürlich schön. Habe ich etwas, was irgendwie Mila geben könnte, was ihren Happiness-Zustand für uns noch erhöhen würde? Das wäre doch geil. Aber ich fürchte leider nicht. Nee, sieht nichts aus. Scheibenkleister. Achtsam bleiben. Ja. Also ist wohl etwas, was wir noch gar nicht machen können, weil wie gesagt, uns fehlt noch das achte Herz. Sprich, man kann ja erst rein, wenn wir noch mehr Happiness-Punkte hätten. Ja, zurück zum Eingang bitte. Sie wollen ja aus echt ein bisschen zu wenig. Kann das echt Shadow sein? Sieht ja fast ein bisschen so aus, wa? Okay, Leute. Ja, wenn wir sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt mal fast das Ende von Part X. Jetzt kommt noch ganz kurz ein kleiner Teil davon. Und zwar bezüglich dem letzten Elite-Monster, was hier, also Elite-Monster halt mit 3 Fragezeichen, was man hier auch finden kann. Aber ein bisschen speziell, das wollte ich jetzt auch extra noch in diesem letzten Part noch zeigen. Wo ist denn jetzt die Börse? Okay, hol uns zurück. Bin gespannt, wie sieht es aus? Erworben. Jo, ich habe ein bisschen was gefunden, aber dummerweise keine Katze. Das gibt's doch einfach nicht. Okay, machen wir hier wohl sehr, sehr viel Glück dazu, wa? Weil, wie gesagt, habe jetzt hier halt so eine Art Liste, also doch, ist dann fast schon eine Art Komplettlösung, weil die ganzen Katzen drauf sind. Man sieht jetzt hier 5 Stück. Ich habe jetzt hier zwar irgendwie bei Triglyph 6 Katzen, das ist auch ein bisschen seltsam. Aber egal, meine Winnies waren nicht dabei, eine Carol aber schon im Park und halt schon gefunden. Dann steht noch hier eine Katze namens Ethos, die müssen wir mit dem Katzenkurier finden. Was jetzt aber hier irgendwie nicht so geht und deswegen würde man sagen, das Projekt Katzenkurier vervollständigen, sprich alle Katzen finden, ist damit abgeblasen. Weil entweder habe ich auch eine bessere Liste dafür oder aber es geht auch gar nicht mehr, weil es auch Katzen gibt für Nebenquests, die man bereits vergeigt. Ja, wenn es wirklich so ist, dann tut es mir leid, aber so ist halt das Leben. Man kann nicht alles haben und ja. Würde man sagen, machen wir doch weiter und zwar mit dem. Ah, hier ist ja die Auftragsbörse, die Börse. Mit dem Endspurt, die Monster-Info, komm. Das gibt's nicht. Jetzt hab ich alles nur und da kommt noch mehr. Hä? Nee, Moment mal, ich hab doch schon alle. Ziel, Scorpatus X. Dämon. Okay, sind das doch ein bisschen andere Varianten, war? Das war doch das Vieh, was irgendwie. Fragezeichen. Oh, immer ganz kurz, bin ich ein bisschen verwirrt. Besiegte Feinde, besiegte. Ah, doch, der hier, war. Lichtschwingen, Sinnebronk, okay. Wieso jetzt bitte die Wiederauftauchung? Keine Ahnung, die können wir natürlich auch machen. Die geben noch relativ sehr viel Geld sogar. Wäre vielleicht sogar noch, also noch, ja, wie gesagt, X einfach noch eine stärkere Version. Geben sicher noch geile, oder ja, viele Erfahrungspunkte halt. Das muss ich auch noch. Nebst Galt und der sonstigen Punkte, na doch, also da gibt, ja gut, bereits besiegt.
Die geben echt noch viele Erfahrungspunkte und viel Geld. Und beides brauchen wir nicht mehr. Gut, klar, wenn ich dann sagen würde, ja, ich trainiere nochmal und mache irgendwie noch ein Part Y, ein Part Z, von wegen halt noch, was weiß ich noch alles zeigen, irgendwie Level 100, die ganze Truppe und dann nochmal im Schnelldurchlauf Beasley und Kronos besiegen. Okay, wenn eine Variante. Aber will ich jetzt eigentlich nicht unserem Let's Play machen, würde deswegen extra oder wirklich sagen, das Let's Play von Tezoxida 2 ist mit Part X beendet und wird jetzt gleich noch ein bisschen fortgesetzt. Nämlich, wenn es darum geht, herauszufinden, wo denn überhaupt diese Lichtschwingen Sienabrunk überhaupt auftaucht. In diesem Sinne, bis gleich! Das geheimnisvolle Monster, was hat es damit auf sich? Tja, das Viech ändert gerne mal die Plätze. Am besten findet es hier in Gesamtstunden teilweise, hier hingehen am besten, genau in der Position und dann immer wieder die Map wechseln, sprich raus, rein, raus, rein. Das ist die beste Variante, irgendwann sind wir dann am Horizont, da müssen wir noch ein bisschen warten, er kommt gleich, ich habe so eine Erinnerung, dass er gleich kommt und zwar, ja, müsste irgendwann dann hier erscheinen, das ist schon der ganze Trick. Er erscheint sich nach anderen Stellen, dort drüben irgendwo, aber hier kommt er echt am häufigsten und es ist auch am einfachsten, das Ganze hier, die Szene zu wechseln, wenn er mal kommen würde. Wenn er mal kommen würde! Hallo, come on! Please, Monster! Ah, da ist er! Dort drüben! Jetzt sieht man, man sieht ihn zwar ein bisschen schwach und so, man kann ihn gleich mal übersehen, aber da ist er! Dieses Viech, welches ständig Position ist, deswegen ein bisschen schwer zu finden, aber trotz allem, natürlich dank unserem aktuellen Level, relativ leicht zu schlagen. Muss dazu anmerken, natürlich alles noch vor dem Start vom zweiten Ende, sprich, ich glaube, habe hier noch irgendwie Level 63 oder so etwas. Irgendwie mit der 63. Gut, Sinnebrunk hat das ganze Vier, es hat, ja, ein paar Punkte hat es, aber natürlich für uns kein Problem. Wenn wir uns nicht gleich irgendwie fortschicken lassen. Der Stall gewinnt! Kombi, nee, geht gar nicht, von einer Art. Okay, mal abwarten. Und das ist schon eine ganze Trick dahinter, Leute. Das ist das Viech. Es wirkt bedrohlicher zu Beginn noch, als es wirklich ist. Es ist nicht wirklich das Problem und schimmernde Finsternis. Geil. Zudem her auch, vor allem mit Komatus nachher, eigentlich relativ einfach zu besiegen. Müsste mit dem X-Monster sein, wird es ein anderes Thema, aber das werden wir jetzt so im Let's Play vermutlich nicht mehr anschauen. Was noch diesen besonderen Ort betrifft, den wir gerade gesehen haben, sprich diese schillernde Finsternis, was irgendwie etwas gerade war. Ich habe mich gerade nochmal informiert, das ist zwar ein besonderer Ort, der aber scheinbar mehrere Ebenen umfassen würde, also sprich, da können wir locker nochmal 3, 4, 5 Parts draus machen. Und dann auch noch irgendwas anderes beinhaltet würde, ich habe den jetzt nicht so sehr spoilen lassen, weil ich dachte, gebe es auf meinen Begriff ein und suche es nach Shadow noch, vielleicht kommt der noch in das Endboss, aber scheinbar nicht. Sprich, es ist einfach nur eine besondere Finsternis, wo es noch darum geht, noch gegen uns eigenen Schatten anzudrehen, kann ja auch schon aus diversen anderen Spielen. Aber ich schätze mal, der große Geist Shadow ist hier wohl leider nicht vertreten. Naja, man kann nicht alles haben. Aber natürlich die Müseschade trotzdem. Was den ganzen Kurier betrifft, haben wir natürlich auch gleich noch nachgeschaut. Das ist ganz verrückt. Die einen sagen, geh nicht mehr, du musst in dem Kapitel, also halt Nebenquest mit der Katze sammeln. Die anderen sagen, du kannst nachher noch holen. Ich habe die erwähnt, Katze gerade versucht noch zu holen, aber noch nicht gefunden und auch mit dem Katzenkurier nicht. Also entweder ist da wirklich was Wahres dran und ich habe es vergeigt oder aber es gibt ja nur eine japanische Version oder vielleicht muss was anderes erfüllt sein, keine Ahnung. Jedenfalls, Option Katzenkurier ist definitiv gestorben. Da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf, außer wirklich, ich würde per Zufall noch die gesuchten Katzen finden und nicht nur hier gleich drauf gehen. Naja, nicht schlecht. Man ist viel doch stärker als ich dachte, war. Verrückt, ich hab das Vieh irgendwie. Ja. Also ihr merkt schon, ich nehme gerade. Ich hatte ein paar natürlich früher schon aufgenommen und sprich jetzt gerade nach. Um das Ganze noch irgendwie persönlich abzuschließen und bin gerade deswegen nicht mehr auf dem Laufenden, was ich damals aufgenommen habe, genau. Na, wird schon gut gehen. Ja, was bleibt sonst zu sagen? Wie gesagt, das ist eigentlich der letzte Part, war, weil ich dachte so, X für Tales of Xillia, wie gesagt, halt Tales of Xillia, Xillia 2. Natürlich ein Part X zum Abschluss noch optimal, also dann das Bonuskapitel kam. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, habe ich auch in der Komplettlösung durch Katzenkurier nicht gesehen, dass es dort auch drin vorkam.
War von dem natürlich schon eine Überraschung. Trotz allem war es sehr, sehr geil. Und ja, natürlich hat er auch Spaß mit dem Display, trotz allem. Und, was wollte ich noch sagen? Was wollte ich noch sagen? Na genau, wegen Tales of generell, wa? Ja. Muss dann klar sein, weil, ja, wir haben jetzt bereits drei Spiele durchgezockt, sprich Tales of Xillia 1, jetzt den zweiten Teil, Tales of Symphonia auch noch, und dann die Frage, wie geht's weiter? Rein logisch, was treibt Lua da gerade? Na egal. Rein logisch natürlich jetzt die Frage wegen Dawn of New World, natürlich auch noch ein Thema ist, kommt auch garantiert noch. Tales of Grace 11 natürlich auch noch ein Thema, die Frage ist halt dort, wann? Weil eigentlich momentan für Anfang 2015 war bereits was anderes geplant. Und Mitte 2015 erscheint bereits Tales of Zestiria auf der PS3 und von dem her könnte wohl weitere Tales of Spiele noch ein bisschen sich verzögern, zumindest direkt in den nächsten paar Wochen. Was aber auch gerne versprechen kann, was noch kommen wird, ist Tales of Xillia 1, Jude's Seite. Ja, du hast gehört, ich werde den ersten Teil nochmal zocken, weil ich fand ihn jetzt so geil im Rückblick sowieso und habe da richtig geil Bock bekommen auf das Spiel und bin mir sicher, wird noch in einigen Monaten noch so sein und deswegen werde ich den ersten Teil der Tales of Xillia Saga noch einmal zocken und dann, wie gesagt, aus Jude-Sicht, weil natürlich schon ein bisschen was anderes ist und wir noch viele Szenen entdecken werden, die wir so im ersten Let's Play mit Milas Seite nicht so natürlich gesehen haben. Ein paar Kombos noch und denke auch mal noch eine mystische Art am Schluss, oder? Wenn ich richtig informiert bin. Jo. Jude's mystische Art. Und mit diesem trommelnden Inferno mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's heute mal hier bei Tales of Xillia 2. Noch nicht ganz, wahr? In dem Part X, in dem Bonuskapitel, wie man dieses Monster finden kann. Der Rest der Monster wird dann klar sein. Das sind halt stärkere Varianten. Katzkurier. Wer die Geduld hat, unbedingt 100% machen will, gerne. Für mich war es doch ein bisschen too much und ja. Freue mich deswegen umso mehr natürlich auf das nächste Tales of Spiel, was auch immer sein wird. Dawn of New World, Tales of Zestiria, ein anderer Teil, wie auch immer. Das Tales of Universum hat noch sehr, sehr viel zu bieten. Bis dahin, ciao zusammen!